Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben heute ein Thema aus der Zahnmedizin. Und ich darf als Experten ganz herzlich Herrn Privatdozent Dr. Bartholz begrüßen. Herr Dr. Bartholz ist stellvertretender Direktor der Zahnärztlichen Akademie in Karlsruhe, Leiter der Poliklinik und Spezialist für Endodontie. Herr Dr. Bartholz, vielleicht können Sie das erklären. Das ist ja was ganz Neues in der Zahnmedizin, zumindest für viele unserer Zuschauer. Ja, Professor Gonska, vielen Dank für die Einladung. Die Endodontie ist erstmal ein Fachgebiet innerhalb der Zahnheilkunde, was sich mit der Diagnostik und Therapie der Erkrankungen der Zahninnengewebe beschäftigt. Das ist die sogenannte Pulpa. Und wenn die erkrankt, dann ist die Endodontie dafür zuständig, das zu therapieren. Was ist jetzt die Pulpa des Zahns? Die Pulpa ist das Gewebe, was im Zahninneren beheimatet ist und so landläufig als Zahnnerv bezeichnet wird. Eigentlich ist das ein Gewebe, was sowohl aus Blutgefäßen, Nervgefäßen und noch Bindegeweben besteht. Das heißt, das sind alles die Behandlungen, die in die Zahnwurzel hineingehen? Letztlich ja. Wenn diese Gewebe erkrankt sind, dann gibt es häufig keinen anderen Therapieweg mehr als den Zahn zu öffnen und die Gewebe aus dem Zahninneren zu entfernen, um entweder diese Gewebe, wenn sie schmerzen, zu entfernen, weil das der Grund ist, also für die Therapie dann, oder weil Infektion eine Rolle spielt und Infektion beseitigt werden muss. Bedeutet das, dass man den Zahn heute wieder versucht, mehr zu erhalten? Das heißt also, ich sag mal so, von der Prothese und von dem Implantat weggeht und sagt, ich versuche so lange wie möglich es geht, den Zahn zu erhalten? Ja, Zahnerhalt ist eigentlich ein Grundprinzip und es ist in der Regel auch eine Therapieform, die vorzuziehen ist, denn man merkt schon auch, dass der Ersatz von Zähnen dann am Ende gar nicht so trivial ist und teilweise mit Detailproblemen verknüpft ist, die man eigentlich lieber gar nicht lösen müsste. Wenn der Zahnerhalt nämlich gelingt, dann kann man sich das alles andere sparen. Das heißt, man kann diese Maßnahmen, die jetzt so überall en vogue sind, jeder kennt das, Implantate, kann man damit hinauszögern, verzögern, bis man dorthin kommt. Man kann so lange den Zahn erhalten. Im Idealfall ist das Ziel auch des Zahnerhalts mittels endodontischer Therapie, ganz klar. Wie macht man das? Die endodontische Therapie selber ist eigentlich ein Eingriff, der so durchgeführt wird, dass der Zahn geöffnet wird. Es wird ein Zugang ins Zahninnere geschaffen. Dann müssen im Zahninneren sämtliche Wurzelkanäle lokalisiert werden, die vorhanden sind. Diese müssen dann auf voller Länge so instrumentiert werden, dass dieser Hohlraum auch vollständig desinfiziert werden kann oder die Gewebe, die in diesem Zahn, in diesem Hohlraum vorhanden sind, komplett entfernt werden können. Und im Anschluss wird dann der Hohlraum verschlossen mit gewebefreundlichen Wurzelfüllmaterialien und der Zahn so wieder versiegelt, dass Bakterien nicht mehr zutreten können von außen. Das klingt kompliziert. Das ist es auch manchmal, insbesondere weil Zähne durchaus anatomisch variant sind, in ihrer Feinstruktur durchaus von sowohl Mensch zu Mensch unterschiedlich sein können, als auch beim gleichen Patienten durchaus sehr unterschiedliche Wurzelkanalanatomien vorliegen können. Außerdem, der Wurzelkanal ist im Allgemeinen ein Hohlraum, der wenige Zehntel Millimeter im Durchmesser groß ist. Also mikroskopische Arbeit. Das kann passieren, ja. Oder ist es die Regel? Ich vermute eher die Regel, wenn Sie das sagen, bei den individuellen Schwankungsbreiten. Sagen wir es mal so, also in der modernen Endodontie werden jedenfalls zunehmend Instrumente eingesetzt, wie zum Beispiel das OP-Mikroskop, um die Sicht deutlich zu verbessern, um die Feinstruktur im Zahninneren gut erkennen zu können und dann auch ganz zielgerichtet therapieren zu können. Braucht man, da das ja eine Entzündung ist, braucht man Antibiotika? Grundsätzlich sind Antibiotika im Rahmen der endodontischen Therapie niemals die ursächliche Therapie für das Problem. Man hat zwar in der Regel auch ein Infektionsproblem vorliegen, Antibiotika sind aber eigentlich nicht in der Lage, die Zahnstruktur zu durchdringen. Und dort, wo die Infektionsquelle oder das Infektionsreservoir ist, nämlich im Zahninneren, auch zu wirken. Antibiotika können eigentlich nur dann Wirkung entfalten, wenn Infektion auch droht sozusagen sich auszubreiten, also in die umliegenden Gewebe gerät oder wirklich man vermuten muss, dass sogar systemische Infektionsausbreitung stattfinden kann und dann werden Antibiotika eingesetzt, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und unter Kontrolle zu kriegen. Ja, vielen Dank, Herr
Dr. Bartholz, das war spannend. Und das heißt, Zahnmedizin ist wieder auf dem Weg des Erhaltens. Nicht wieder. Es ist auf dem Weg des Erhaltens. Definitiv. Ein ganz interessanter Aspekt. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte für unsere Zuschauer, dass man jetzt wieder weiß, es gibt da etwas, was man machen kann. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns so informiert haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugeschaut haben. Und wenn Ihnen unsere Sendung Spaß macht, dann können Sie uns abonnieren über den YouTube-Kanal. Alles Gute, bleiben Sie gesund.